Once Upon a Time in Hollywood ist für mich eine schwierigere Angelegenheit, als ich dachte. Als er herauskam, da wollte ich eigentlich nur eine kurze, knappe Kritik darüber schreiben, dass der Film tolle Momente hat, mich aber insgesamt nicht nachhaltig beeindruckte. Ich hatte schon angesetzt, da wurden meine einschlägigen Social-Media-Plattformen überschwemmt von Lobeshymnen, gerade auch derer, auf deren Filmgeschmack ich sehr viel Wert lege. Von Leuten, die ihn als den besten Tarantino seit Pulp Fiction priesen, über dreifache Kinobesuche in 3 Tagen war alles dabei. Nun neige ich nicht dazu, mich von Mehrheitsmeinungen vereinnahmen zu lassen, aber wenn so viele Hochgeschätzte einen Film so unbändig lieben, sehe ich mich gezwungen, doch ausführlicher darzulegen, warum es bei mir insgesamt nicht Klick gemacht hat. Fangen wir vielleicht mit den 2 Aspekten an, die ich ohne Einschränkung großartig fand. Erstens, Brad Pitt. Ja, es hilft, dass er auch mit Mitte 50 noch eine der fotogensten Erscheinungen ist, die abgelichtet werden können, aber als sein hübsches Gesicht, dank Alter und jahrelangem übermäßigen Nikotin- und Alkoholgebrauch, vor ein paar Jahren die Makellosigkeit verlor, kam zu meiner nicht geringen Überraschung der ganz fantastische Schauspieler zum Vorschein, der er vielleicht schon immer war. Sein monströs trauriger Vater in Malick's Tree of Life, welcher mir ebenso viel ehrliche Angst einflößte, wie er mich in seinen hilflosen Momenten tief berührte, war endgültig der Punkt, an welchem ich mir eingestehen musste, ich bin Fan. Ich bin in Once Upon a Time in Hollywood gegangen, in der Erwartung, dass Margot Robbie, welche ich ganz großartig finde, ihn veredeln würde. Dass stattdessen Pitt der MYP ist, welcher mit gelassen müdem Sex-Appeal auch die Szenen stiehlt, in welchen er im Hintergrund in der Unschärfe an einer Selleriestaude knabbert, hätte ich nicht erwartet. Bei ihm wird alles zum Erlebnis, die guten Szenen verbessert und die peinlichen, und es gibt ein paar in diesem Film, haarscharf gerettet. Natürlich weiß Tarantino dabei um den Mythos des Namens, des Lächelns, des Körpers, und er weiß dieses Kapital sehr clever zu nutzen. Und natürlich wird Pitt irgendwann, wie in seinem Durchbruch Thelma und Louise, das Shirt ausziehen, was fast 30 Jahre später lächerlich anmuten könnte, aber bei ihm mit so viel entspannter Würde vonstatten geht, dass es immer noch als großer Kinomoment durchgeht. In einer Zeit, in welcher sich die gemeine Tricktechnik mit immer neueren CGI-Mätzchen selbst zu übertrumpfen sucht, ist der Umstand, dass der nackte Oberkörper von Brad Pitt noch als latent melancholisches Spektakel inszeniert werden kann, ein kleines Wunder. Ganz, ganz toll ist zudem zweitens der Schluss. Der Titel des Films verweist natürlich nicht nur auf die Ollen-Leone-Klassiker, er ist auch elementar in der Vorbereitung auf ein Finale, welches wie schon in Glorious Bastards und Django Unchained die zuvor durchaus akribisch recherchierte Geschichte ins Reich der Märchen entführt, wo sie in ein gerechtes Ende oder was Tarantino dafür hält, mündet. Da diese seine Methode mittlerweile mehr als bekannt ist und als Shyamalanscher Plot-Twist nicht mehr taugt, empfinde ich es nicht als übermäßigen Spoiler zu schreiben. Auch in Once Upon a Time in Hollywood läuft Altbekanntes bis ins Detail genau ab, um dann durch das Hinzufügen 2er Elemente, DiCaprios abgehalftertem Western-Star und seinem Stuntman Pitt, eine gänzlich andere Wendung einzuschlagen. Das ist dann alles komplett drüber, ultra brutal und urkomisch, gleichzeitig aber eingedenk dessen, was man eigentlich weiß, auch tief traurig und bittersüß, kurz, in allen Belangen meisterhaft. War es bei The Hateful Eight gerade der Einzug des von Tarantino so geliebten Gore, welcher ein bis dahin grundsolides Bürgerkriegsdrama zu einem müden Piff-Puff verkommen ließ, rettet hier das fulminant absurde Finale einen Film, welcher in meinen Augen eine große objektive und 2 rein subjektive Schwachstellen hat, und zwar, erstens, Sally Menke ist tot. Ich werde sicher keine staunenden A's und O's, geschweige denn einen Originalitätspreis ernten, wenn ich schreibe, seit Tarantino nicht mehr die Editor-Großmeisterin an seine Seite hat, welche ihm zur Not auch mal auf die Finger klopfte, hat er ein Schnittproblem. Es gibt auch hier unfassbar großartige Sequenzen. Pitts Ausflug ins Mansendorf sollte als Blaupause dafür genutzt werden, wie Suspense in einer Szene, in der objektiv nicht viel passiert, aufgebaut werden kann. Allein das, was ich immer so fantastisch fand und was ich in all seinen Filmen bis einschließlich in Glorious Bastards wahrnahm, nämlich die Verdichtung von Zeit, funktioniert irgendwie nicht mehr. Zumindest nicht mehr so mühelos. Ich weiß, dies ist Jammern auf allerhöchstem Niveau, aber für mich waren die Momente, in denen 2 oder mehr Menschen ein einfaches Gespräch führten und man ganz gleich, ob es danach Schüsse oder Küsse gab, mit offenem Mund dasaß und nicht zu atmen wagte, ein größeres Markenzeichen dieses Filmemachers als Füße und Gewalt. Und diese Mühelosigkeit vermisse ich. Gerade in einem Film, in welchem ich mich für meinen Geschmack zu sehr fragte, was genau denn nun erzählt werden soll. Dies gehört aber nicht hierher, sondern vielmehr zu Punkt 2. Wo ist das Märchen? Tarantino bezeichnet Once Upon a Time als seinen persönlichsten Film und das glaube ich ihm. Noch toller fände ich es, wenn ich es auch spüren würde.
ohne mich groß auf die Ist die Bruce Lee-Szene rassistisch-Debatte einlassen zu wollen, weil sie ein anderes Thema für einen anderen Podcast ist, finde ich eben diese Szene symptomatisch für einen Film, der voll ist mit Elementen, die ganz klar von Tarantino geliebt, gar vergöttert werden. Dass er ein glühender Lee-Fan ist, ist kein Geheimnis, nur um dann oft als mehr oder weniger geglückte Punchline herzuhalten. Ich meine das aufrichtig nicht sarkastisch, wenn ich gestehe, dass ich mich zwischendrin immer wieder fragte, was genau denn Tarantino nun an dieser Zeit so toll fand. Und um das klar zu sagen, ich habe kein Problem damit, dass er ihre problematischen Aspekte ausklammern und vielmehr von den Wundern erzählen möchte, wie er sie eben damals erlebte. Aber wo bitte sind sie? Die Coens mit ihrem lapidaren Hail Caesar hatten auch kein Interesse daran, Sozialkritik am Hollywood der 50er zu üben, aber es war immer ersichtlich, was sie stattdessen wollten. Den Clooney als Cary Grant für Arme, die Johansson beim Wasserballett und den Tatum beim Matrosentanz. Ich persönlich finde das legitim. Film ist immer auch Eskapismus gewesen und um der Welt zu entfliehen, muss man Teile von ihr ausblenden. Auch und gerade in einem Werk, dessen Titel mit »Es war einmal« beginnt. Aber dann möchte ich offen gestanden mehr sehen, mehr fühlen als beim x-ten Cruisen durch die Hollywood Hills und Margot Robbies Abenteuer als Sharon Tate, bei der ich nicht umhin kam, schlicht enttäuscht zu sein, weil sie in meinen Augen so viel mehr kann und Tarantino für das, wozu sie hier gebeten wurde, auch gleich jemand deutlich weniger Begabtes hätte nehmen können. Sie ist hübsch, sie strahlt über das ganze Gesicht, fin. Aber zumindest wird hier noch der Versuch gestartet, so etwas wie Magie auf Celluloid zu bannen. Ich schließe nicht aus, dass ich bei einer möglichen zweiten, dritten Sichtung alles dahingehend zurücknehmen und das Gegenteil behaupten werde. Es ist schon Merkwürdigeres geschehen. Ein Umstand, der aber bleibt, für den ich Jahre brauchte, um ihn mir einzugestehen, weil dies eine Meinung ist, für die man als Cineast schräg angeschaut wird, aber die jetzt nun mal endlich raus muss. Drittens, ich mag Leonardo DiCaprio nicht. Genauer, ich mag ihn nicht mehr, seit er erwachsen wurde, sich die Charlie Sheen-Gedächtnisstirnfalte zulegte, die mit jedem Jahr größer wird und immer schlechter kaschieren kann, dass ihm die innewohnende Leere bei aller Brillanz, und ja, ich halte ihn für einen technisch brillanten Schauspieler, schlicht nicht spannend, nicht aufregend, nicht großes Kino ist. Er hat mich seit seinen Jugendjahren nicht ein einziges Mal mehr wirklich berührt. Ich weiß, ich bewege mich jetzt hier in sehr subjektiven Gewässern, aber die einzigen beiden Rollen, in denen er mich zuletzt überzeugte, waren die in Wolf of Wall Street und Django Unchained. Weil er in ersterem als nihilistischer Broker nicht so tun müsste, als hätte sein antrainierter Leo-Charme noch irgendeine seelische Anbindung und in zweiterem ein Arschloch zu enden alle Arschlöcher spielen durfte. Ein Film, in welchem er die klare Hauptfigur ist, der ich folgen und bei der ich mitfühlen soll, ist für mich sehr schwierig, nicht zuletzt deswegen, weil sein verkniffen sorgenvoller Has-Been, rein visuell eine klare Fehlbesetzung, größte spielerische Leichtigkeit erforderte, um nicht irgendwann auf die Nerven zu gehen, wo DiCaprio immer die eine Spur zu verbissen, zu entnervt, zu angespannt ist. Dass sie ihm einen alternden Noma Faxtogiff-Schönling wie Brad Pitt zur Seite stellten, unterstreicht diesen Punkt nur umso mehr. So ließen mich auch Szenen, die auf dem Papier ganz, ganz toll sein sollten, unangenehm kalt. Sein in alter Tarantino-Meisterhaftigkeit geschriebenes Gespräch mit seinem jungen Coaster hat alles Potenzial, mitten durchzugehen, verpufft aber für mich auf halbem Weg zum Herz. Tarantino ist immer eine Angelegenheit für sich. Meine persönliche Haltung zu seinen jeweiligen Filmen verändert sich mit jedem Jahr, welches ich auf dem Buckel habe, und mit jeder Sichtung. Insofern soll diese Kritik nicht als meine ultimative Meinung zu Once Upon a Time in Hollywood gewertet werden. Allein, ein mir sehr lieber Kinofreund meinte einmal auf die Frage, was für ihn ein Lieblingsfilm ist, mit »Alle, mit denen ich wieder aufwache«. Angedenk der Tatsache, dass dieses Werk knapp eine Woche nach der Sichtung fast komplett bei mir aus Hirn und Herz verschwunden war, fürchte ich, dass es bei aller möglichen Korrektur meiner Ansichten in der potenziellen Zukunft kein Liebling mehr von mir werden wird.